Sehr verehrte Damen und Herren, als Vorsitzende der Kreativwirtschaft Austria, dass ich es noch sagen kann, darf ich Sie sehr herzlich hier in der Erste Bank am Petersplatz begrüßen und Ihnen gleich einmal gratulieren. Erstens haben Sie es geschafft, vor dem großen weiteren Regenguss hier ins Trockene zu kommen. Nicht alle, glaube ich, haben es geschafft, manche werden noch in der U-Bahn warten. Und zweitens waren Sie auch sehr schnell bei der Anmeldung. Es gab wieder einen Rekord bei dieser Veranstaltung. Innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir sie bekannt gemacht haben, gemeinsam mit der Erste Bank quasi ausgebucht. Und dieser Raum fasst doch 150 Leute. Also das ist schon sehr, sehr schnell. Für mich ein Indikator, dass das Thema unter den Nägeln brennt. Das heutige Thema ist, und wo kommt die Kohle her? Finanzierung ist sehr oft ein Tabuthema bei Kreativunternehmen. Weil Kreativunternehmen sich sehr oft auszeichnen, dass sie das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dass sie darin auch einen Sinn suchen, dass sie eine Idee umsetzen wollen. Und wie das schnöde Thema Mammon angegangen wird, über das spricht man gar nicht so oft. Wir haben uns vorgenommen, heute dieses Tabuthema näher zu beleuchten, uns mehrere mutmachende Beispiele anzuschauen, wie man auch für ungewöhnliche Projekte, wo man sich auf konventionellem Weg wenig Chancen ausrechnet, Unterstützung zu bekommen, eine Finanzierung aufstellen kann. Und da möchte ich eins gleich vorausschicken. Wo kommt die Kohle her? Die ganz logische und einzig logische Antwort ist, sie kommt immer vom Kunden, vom Markt. Letztlich muss ich Kunden finden, Auftraggeber und sei es im Kulturbereich Sponsoren, man kann sie verschieden nennen, aber immer sind es irgendwie Kunden, die das wollen, was ich anbiete. Aber in den frühen Phasen, bis es so weit ist, bis es entwickelt ist, bis das Ding oder die Dienstleistung fertig ist und bis ich alles so vorbereitet habe, dass ich damit auf den Markt treten kann, braucht es mitunter Kapital von außen. Und genau um dieses heikle Thema geht es heute. Ich darf sehr herzlich begrüßen alle, die beim Livestream im Internet auch dabei sind. Ich nehme an, aufgrund der Regengüsse sind es etliche, die diesen Weg vorgezogen haben und zu Hause im Trockenen sitzen. Aber das macht auch möglich, dass die Veranstaltung an vielen Orten mitverfolgt wird und viele dieses Know-how auch mitnehmen können. Damit bin ich schon dabei, den Gastgeber hier auf die Bühne zu bitten. Danke, dass wir wieder da sein dürfen. Einen wunderschönen guten Abend. Der Stimmung entnehme ich, Sie sind happy, dass Sie im Trockenen sitzen. Ganz kurzer Ausflug in das Frühjahr 1991. Das war die Zeit, als die Erste Bank mich auf Kunden losgelassen hat erstmals. Ich war da so ein junger Akademiker, habe so ein Trainee-Programm gemacht und nach so eineinhalb, zwei Jahren war es soweit, ich durfte Kunden beraten und zwar Unternehmenskunden und war voller Elan dabei und voller Ideen und habe gleich genug gefunden, wo die Ideen verwirklichen wollten. Und ich habe jede Idee fast gut gefunden oder viele der Ideen gut gefunden und habe gesagt, ja, ich kümmere mich darum, ich unterstütze das, das werden wir schon machen gemeinsam. Und da habe ich so einen garstigen Chef gehabt, der hat dann gesagt, wie ich das vorgestellt habe, unser Kreditentscheider, ich hatte noch kein Pouvoir. Okay, klingt recht gut. Wie schaut es denn aus mit Eigenkapital? Ich habe gesagt, ja, okay, könnte ein bisschen mehr sein, ist vielleicht ein bisschen da. Sagt dann, ja, nicht so schlecht. Und welche Sicherheiten kriegen wir? Gut, das war dann auch wieder bei manchen Kunden ein Rückschritt. Und wie ich das am Anfang war und immer gedacht habe, also frisch von der Uni, ich habe gedacht, da kommt es doch auf die Idee primär an und so, die Bank verlangt so Sicherheiten, Eigenkapital und so weiter. Jetzt, 20 Jahre später, ich mache einen schnellen Sprung, ja, ist so meine Erkenntnis, die Wahrheit liegt aus meiner Sicht da in der Mitte. Ja. Einerseits natürlich, wir als Bank müssen wir auf Risikokosten schauen, auf Kapital, auf Sicherheiten, aber auch, und das möchte ich für die Erste Bank schon in Anspruch nehmen, wir wollen wirklich neue Geschäftsideen mit unseren Kunden gemeinsam verwirklichen. Und deswegen ist auch die Kooperation mit der Kreativwirtschaft für uns sehr wichtig, weil da einfach ein großes Spektrum entsteht an neuen Ideen und ich glaube, dass die Zukunft auch
viel mehr Kreativität verlangt als die Vergangenheit. Ja, es ist, keiner kann wissen, was in ein, zwei, drei Jahren der Markt hergibt. Wir veranstalten heute zum 10. Mal so etwas gemeinsam. Freut mich auch besonders, ein kleines Jubiläum zu haben. Und ich freue mich persönlich auch sehr schon auf die Vorträge, die werden interessant. Ja. Nachher dann darf ich Sie auch im Namen der Erste Bank auf eine Verköstigung einladen. Es stehen auch 6 Kundenbetreuer von uns zur Verfügung. Ein Referent haben wir heute, ein Filialleiter, den Herrn Fried. Und bitte nutzen Sie uns nach der Veranstaltung auch sehr gerne für jede Frage, jedes Anliegen, egal ob Sie schon Kunde sind oder noch Kunde werden wollen. Es wäre mein großes Anliegen, dass Sie heute A, gut unterhalten, B, gut informieren und dann auch ein bisschen einen Kontakt mit uns herstellen können. Vielen Dank. Danke, Herr Loster, für die sehr herzliche Begrüßung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor vielen Jahren sozusagen mit der Erste Bank Kontakt hatten und wir haben gesagt, dass Kreativwirtschaft Austria, es gibt so riesen Berührungsängste zwischen Kreativen und Banken. Wir müssen das Eis einmal brechen. Wir suchen eine Bank, die sich drüber traut, mit diesen Exoten zu arbeiten. Ja? Und wir haben in der Erste Bank einen Partner gefunden und freuen uns, dass diese Partnerschaft jetzt schon so viele Jahre auch hält. Kreativität, Sie haben das Stichwort gesagt. Auch bei Finanzierungsformen braucht es Kreativität und es entstehen neue Möglichkeiten. Davon handelt jetzt die Keynote. Und zwar möchte ich begrüßen hier bei mir am Podium Frau Anna Theil. Kommen Sie schon mal bitte rauf, dann stelle ich Sie noch näher vor. Anna Theil hat Ende April in Berlin die weltweit erste Crowdfunding-Konferenz kuratiert. Crowdfunding ist etwas, was wie so oft aus den USA zu uns kommt, aber jetzt auch im deutschen Sprachraum sehr wichtig wird. Wie man über eine Gruppe, eine Community, über das Internet Projekte finanzieren kann von vielen und damit das Risiko auch streut bzw. reduziert. Sie wird uns Näheres erzählen, wie Crowdfunding geht. Sie kommt von Startnext. Startnext ist eine von mehreren Crowdfunding-Plattformen, die sich im Bereich Kreativwirtschaft, Kunst und Kultur im, glaube ich, letzten Jahr gegründet haben. In Deutschland, die aber auch in Österreich aktiv sind.